Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Green Hell und wir müssen Fische fangen. Wassertiere, eher gesagt. Und das will ich natürlich machen. Ich habe auch was Peinliches passiert. Ich wollte ja letztes Mal zum Anaconda-Gebiet. Nur hätte ich da ein bisschen besser aufgepasst, hätte ich auch gemerkt, dass ich da die ganze Zeit war. Zumindest die ganze Anfangszeit. Jetzt sucht mal wieder nach Steinen. Und mir ist noch eine Peinlichkeit passiert. Ich habe gerade eben ein Video gemacht, wo ich so schön am Reden war und so weiter und so fort. Und habe dann gemerkt, Moment mal, da steht ja nicht verschiedene Wassertierarten. Da steht ja verschiedene Fleischarten. Das heißt, ich habe so hab die ganze Zeit das Falsche gespielt. Und habe es erst... Ich glaube, nach 10 Minuten oder so ist erst gemerkt, dass ich dann im falschen Film bin, sozusagen. Hör mal, sag mal, gibt es hier kein Holz? Jetzt habe ich Stein gefunden, jetzt gibt es hier kein fucking Holz da. Gut, Seile gibt es auch nicht. Perfekt. Nehme ich dich halt mit. Da. Weg. So, auf jeden Fall war das recht amüsant, wo ich mir dann aufgefallen ist, hör mal, das war nicht das, was du machen wolltest. Tja, somit konnte ich dann wieder neu anfangen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe eigentlich nicht viel geredet dabei, was wie rum, welcher Löffel darum gehört und so. Aber... Nette Säge hatte mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja an der Anaconda. Hallo? Axt? Axt? Axt, wo ist der da? Danke. Dass ich am Anaconda-Gebiet bin. Also bedanke ich mich hier nochmal dafür, ne? Vielleicht hätte ich das in diesem Video dann auch nicht mitgekriegt. So, erstmal ein paar Seile mopsen. Das Schlimme war, dass ich vorhin haufenweise Steine gefunden habe, direkt am Anfang. Und jetzt wieder kaum. Genau, deswegen ist mir das auch vorhin aufgefallen, dass ich am falschen Spielstand bin. Ich war bei einer anderen Koordinate, ganz weit weg. Wobei das jetzt auch nicht gerade nah ist, wo ich eigentlich hin wollte. Und ich würde jetzt gerne noch ein paar Steinchen haben. Halt die Klappe da oben. Leichtes Problem mit meiner Brille. Und zwar tut die an einer Seite an meiner Nase weh, wie die Hölle. Ich weiß aber nicht, wie ich das wegkriege. Ich habe die schon 100-mal verbogen. Und die kriege ich bestimmt auch noch irgendwann kaputt. Aber das schmerzt im Moment so sehr, dass ich schon kurz davor bin, die Scheiße auszuziehen. Oder abzuziehen, eher gesagt. Könnt ihr mal einen Stein kommen, bitte? Bitte, bitte. Danke, finde ich nett von dir. Irgendwas hört sich an, als wenn das gerade zu mir marschiert. Ja, guck mal, jetzt sind hinter mir natürlich die ganzen Steine gespawnt. Ist ja klar, ne? Hier auch wieder. Gibt's ja wohl nicht. Da auch wieder. Den nehme ich noch mit und das war's. So, jetzt bräuchte ich mal zwei längere Stöckchen.
Da. Oh, erstmal was machen. Erstmal. Na. Drei Stück stelle ich mir her. Entschuldigung. Nee, ich habe eigentlich gedacht, man könnte das anders machen, aber ist egal. Ist egal. Hallo. So, damit haben wir schon mal den ersten Speer. Und Speer Nummer 2. So, dann gehen wir da mal gucken, wo wir hin müssen. 34, 24. Da sind wir aber ganz schön weit weg. Oder? Ne, da hinten ist er doch. Ich wollte doch, genau. Wow. Eine Languste haben wir dann schon mal weg. So, ich werde mir heute allergrößte Mühe geben, mal ein bisschen schneller zu machen. Weil ich finde, ich habe bei den letzten Malen habe ich echt zu viel mit Nebensächlichkeiten aufgehalten und aufhalten lassen. Von daher werde ich jetzt... geh weg! Tot? Ja. Komm, ich nehme ich mal mit. Ja, ist gut, komm. Fertig hassen. Schildkröte brauche ich die? Ne, nicht so keinen Fischding. Obwohl, warte mal. Ich nehme es mit, weil ich den Panzer gerne als Töpfchen haben wollte. Zum Reinmachen. Nein, Quatsch. Für Wasser machen und so was. Ja. So, da sind wir schon. So, den nehme ich jetzt für etwas Bestimmtes. Ach, ich habe noch die ganzen Knochen, stimmt ja. Oh. Okay. So, das Knochenmesser wollte ich nämlich haben. Die Axt, also ich habe keinen Platz, stimmt. Warum kann ich den nicht einfach in einem anderen reinschmeißen? So, die Angel nehme ich einfach mal mit. Nein. So, zerstört war hier nicht mal ein Röster oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kann ich hier Garnelen finden. Noch nicht.
Aber dafür habe ich doch die Maden. Dann nehmt die Maden. Und hier müssten irgendwelche Fische rumschwimmen, wenn ich nicht da gerade drin rumplatschen würde. Da. Den könnte ich aber fangen mit der Angel. Und ich muss mal eben den Handbohrer erstellen. Dann brauche ich das Nest, was da hinten meistens spawnt. Nur heute nicht, ist klar. Machen wir das eben so. So, das dürfte erstmal reichen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo ein bisschen trockene Dings da. Liegt hier manchmal gerne rum. Hallo, lass mich durch. Ach, da leck mich doch. Okay. Ach, stimmt, hier war noch was, ne? Warte mal, wo war das? Da ist die rostige Angel. Ach Quatsch, rostige Angel. Aber dafür müsste ich was wegschmeißen. Dann nehme ich die jetzt noch nicht. Obwohl, ich brauche die Angel nicht. So, damit wir uns wehren können. So, wie die Jäger auf die Fische warten. Oder einfach reinfallen. Geh raus aus dem Wasser, Mensch! Na. Ich hab ihn. Halt. Hallo, kann ich schwimmen hoch? Ich würde gerne. Hallo. Ach, jetzt kann man da nicht in den Rucksack gucken. Der war ja, kam ja gar nicht da rein, dann kommen wir hier rein, ne? Das ist für alles hier kreuzen. Hallo, hallo! Boah, ey, ich raste aus. God, I'm thirsty. Ach, halt doch mal die Klappe. So,
Und Garnele weg, nicht Garnele, Knochenzüngler weg. Habe ich den auch schon mal. Und Rochen könnte zwar auch sein, dass er hier rumschwimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Aber zumindest kann ich die mir die Garnele noch holen. Was macht das Ding denn hier? Ein langer Stock, da ist die Garnele direkt schon. Wahnsinn. Haben wir die auch schon? Jetzt könnte ich eigentlich weitergehen. Ich würde aber gerne noch ein Feuerchen machen. Und sehr, sehr ungern in der Nacht rumwandern, wenn ich auch so ehrlich bin. Hallo? So, weg mit dir. So, ich würde gerne mit Feuer machen, aber ich habe keinen. Ich habe nichts zu Feuer machen hier. Ich habe ja gehofft, hier würde was liegen, aber tut es leider nicht. Von daher schlafe ich jetzt erstmal. Mir ist gerade was aufgefallen. Bevor der nämlich mich einwächst, habe ich gedacht, ne, mach den mal lieber raus da. Die Sau. So, 4 Uhr. Da sind sie sehr gut. Bitch! Gibt schönes yes. Fleisch. Yes! Ich mache das hier übrigens jetzt auch wieder 25 Minuten, weil ich schon öfters gemacht habe, wo ich 30 Minuten hatte, da war ich noch zwei fertig. Oder beim dritten ging es nur 3 Minuten. Hatte ich auch schon. Erstmal schön trinken, ne? Bananen können wir uns auch mal einverleiben. Oh, okay, alles klar. Oder auch wegschmeißen. Ist ja nicht so wild, sind ja nur Bananen. Es dauert wieder. Super. Kermit. Kermit. Kermit der Frosch. So, danach gehe ich raus. Also je nach, wenn ich hier alles fertig gemacht habe, bin ich erstmal hier wieder weg. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Fehlt dann nur noch... also die anderen... ist das eigentlich eine recht einfache... wie soll ich sagen? Questreihe... Herausforderung. Könnte mir sogar vorstellen, dass ich in 2 fertig werde, also nächste fertig bin.
Weil die Apfelschnecke ist auch hier. Das ist wieder der sortiert die Sachen hier. Das ist der Hammer. Netten Bidon draus machen, damit ich mir das gleich hier mit Trinken voll machen kann. Falsche Richtung. So, hier müssten nämlich überall Schnecken rumflatschen. Da ist nämlich eine. Und zack, haben wir wieder eins weniger. Und die tue ich mir direkt in die Suppe, ne? Okay, das muss man so trinken, so wie es ausschaut. Feuer da. So, und hiernach, wenn ich das voll mache, da sind passen 40, glaube ich, rein, aber das ist nicht so schlimm. So, Wasser kann weiterlaufen. Passt. Voll. So, fertig. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Wir müssten eigentlich alles haben. Zu futtern haben wir auch genug. Zu trinken haben wir auch ein bisschen was. Wenn ich irgendwas Unsicheres finde, auf jeden Fall. Und dann werde ich jetzt nämlich auch zum... Wie heißt das Ding nochmal? Zum kleinen Fluss am Lager gehen. Denn da gibt es eigentlich meines Wissens nach den Rest... So, dafür habe ich jetzt vergessen, wo der, wo die Höhle war. Verdammt. Oder bin ich hier schon richtig? Die Steine habe ich noch. Nehme ich die mal mit hier. Wo war der jetzt? Da. Nehme ich die beiden mal mit. Den und den. Weil du so mich so nett anguckst, kriegst du auch was. Da nehme ich dich auch mit.
hoffe mal, ich bin hier richtig. Und wie man sieht, nein. Okay, zum Runterspringen ist das dann doch ein bisschen zu hoch. Wobei das ja ein Weicher ist und der in 1 Meter Höhe ja schon einen Bruch des 5. Grades kriegt. Irgendwas mit 20 war die Höhle. Oder eher gesagt, die ich müsste eigentlich über die Höhle, weil ich nicht mit dem nicht über die Brücke komme. Wo war die Höhle denn jetzt? Ach, Mann, ey. An irgendeinem Fluss. Was sind wir denn hier? Ich glaube, hier ist... Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Da brauche ich nicht reinzugehen. Das ist eine normale Höhle. Da hole ich ja, da habe ich das Eisen immer hergeholt. Also ich freue mich jetzt schon aufs Update. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht ein bisschen zu lange ist, ohne so Fixes oder sowas mal zu machen. Bin da schon weg. Ein paar Fixes müssen die ja eigentlich doch schon machen. Es gibt Sachen, die mich doch noch ein bisschen zu sehr aufregen hier. Leck mich fett, mein Freund. Ameisenhaufen, darauf achten. Jetzt laufe ich wieder hier wie Falschgeld rum. Ich glaube, ich muss da hoch, aber
versuche ich lieber die Höhle mit dem Wasser. Das wäre lieber. Das ist blöd. Aber beim letzten Mal habe ich das schneller gefunden. Ich finde ja hier noch nicht mal einen See. Was ist denn das? Ich glaube, hier dürfte ich richtig sein. Ich glaube es. Ich hoffe es. Oder auch nicht. Ich gehe den jetzt mal hinterher. Es könnte nämlich sein, dass der das ist. Wenn ich hier direkt mal nach Rochen und sowas Ausschau halten. Au! Fuck off me! Was war denn das? Danke. Das war das, was ich meinte, den Rochen. Gut, dann heißt das, ich muss dann erstmal ein Verbändchen herstellen. Eigentlich der andere, glaube ich. Ich glaube, der Tabakverband, der bringt da nicht viel. Da ist das schon. Doch, der geht auch. Alles klar. Perfekt. So, dann würde ich aber jetzt mal hier sagen, erstmal, wir machen hier Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.